Leider ist im Jahre 2018 kein Star Wars zu Weihnachten zu erleben. Schade eigentlich. Wir haben Weihnachten 2018 und der Bedarf ist gleich null. Wir hatten am Wochenende ja wieder den Super Bowl, wie jedes Jahr. Und was war? Kein Trailer, kein Teaser, nichts, gar nichts. Kann sein, dass Disney jetzt übersagt, weil Disney es ja hat geschafft. Ja. Hat die Milliarden wieder drin, dann wird man ein bisschen lässig. Amazon ist lässig, ich warte auf Ware, die irgendwo ist, aber keiner weiß wo. Dann spricht man die an, ja, wir haben den Verkäufer mal kontaktiert, der wird sich dann mit ihnen, aber bei uns ist kein Handlungsbedarf. Also wie gesagt, Amazon lässt nach, Disney lässt nach, alles lässt nach. Ich meine, Deutschland geht eh rückwärts zum Mittelalter, wenn man sich das Ganze ansieht. Heute in Marokko da diesen Wahnsinnsvertrag unterschrieben. Manchmal meine ich echt, wir sind schon im Krieg der Sterne. Die Imperialen ist Merkel und Co. Und wir sind irgendwie so dran. Soll man rebellieren, soll man nicht rebellieren. Star Wars ist halt überall und funktioniert an sich auch in allen Bundesländern und in allen Staaten, die wir so kennen. Ja, man hat mir auch gerade gesagt, dass in Griechenland zum Beispiel erst am 31. die Geschenke übermittelt werden von einem zum anderen. Und wie gesagt, wenn wir so weihnachtlich feiern, ab dem 24. feiern die bis zum 6. Also vom 24. bis zum 6., manchmal sogar bis zum 10. hat man dann in Griechenland weihnachtliche Lieder. Ja, und so gehen sie schätzungsweise auch, wenn sie Fans sind. Ich habe auch keine griechischen Star Wars Fans gefunden. Nein, habe ich nicht. Viele, also die beste, die ich gefunden habe, ist in der Normandie, das ist in Frankreich. Und da tobt ja auch momentan der Mob. Ne? Hi, da hinten ja wieder! So, viel ist ja nicht zu berichten über Star Wars 2018, ziemlich ruhig. Traditionell geht man Weihnachten in Star Wars und dann ab ins weihnachtliche Fest. Und wenn man draußen ist, hat man meistens auch schon die DVD, Blu-ray oder 4K-Version bestellt. Tja, diese Tradition ist 2018 nicht. Ja, Star Wars ist im Moment Ruhe. Ich lese gerade, dass Marvel in Walt Disney Resort Frankreich eingearbeitet wird. Naja, Marvel kommt halt zu Europa und Star Wars bleibt in Amerika. Wie gesagt, der Arbeitstitel soll irgendwann kurz vor Weihnachten uns doch mit einem Teaser, also ziemlich kurz, gesagt werden. Man schreibt auch dabei, dass J.J. Abrams ja noch beim Filmen ist und wohl nicht viel zusammen hat, um einen Teaser, Taser oder einen Trailer für E9 ohne Arbeitstitel zu machen. Also ein Arbeitstitel wäre natürlich nett, wenn wir wüssten, wie E9 heißt. Der Name von E9 Episode 9 glaube ich kaum, dass der bleibt. Ein Arbeitstitel kommt sicherlich. So, Last of, was weiß ich, Galaxy of Universe oder keine Ahnung, weil, ja, keine Ahnung, wirklich. Also momentan sind wir alle am Schlauch, ziemlich ruhig. Auch die Lieferungen verzögern sich, kann also jetzt nichts in die Hand halten hier vor der laufenden Kamera. Ich warte noch auf Luke Skywalker aus 8. Ich sammle jetzt nicht, sondern ich kaufe jetzt ein. Die etwas größeren Schachteln auf Deutsch gesagt, also die Displays, wo so Displays sehe, wo ich noch mehr Figuren zupacken kann, habe ich euch ja in der letzten Sendung gezeigt. Ja, freue mich immer, wenn einer kommt. Leider ist dann die Kamera aus, aber meine Güte, wir haben uns sehr lange, also fand ich super toll, wie wir uns da über Star Wars unterhalten hatten. Der Disney Day war ja auf dem besagten Sonntag bei ProSieben. Abends wurde mir darüber doch ein bisschen zu blöd. Habe ich dann doch auch weggeschaltet. Also so ein, sagen wir mal, so ein Disney Star Wars Tag wäre auch nicht schlecht. Aber wer braucht sowas mit so vielen Werbeblöcken und so. Werde mir also zu Weihnachten sicherlich selber einen Disney Day machen. Und vielleicht auch über Weihnachten alle Filme einlegen. Ist ja eine Menge. Das reicht mittlerweile für Weihnachten. Eine ist noch gerade verliehen, ist aber nicht so schlimm, weil man Rogue One ja mittlerweile auf Netflix sehen kann. Rogue One wird sehr gerne ausgeliehen, wird auch sehr gerne geguckt und es wird auch sehr gerne darüber philosophiert.
Also Rogue One ist doch wirklich gut angekommen, weil wirklich die 4 aufgewertet wird. Wie die Animation sagte, Hoffnung, 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 Leia als Animation. War also nicht schlecht. So, E9 ist ja, wie gesagt, Jay, also Lukas. Grüße, ja, hallo. Hallihallo. Hallihallo. Ja. Hallo, Star Wars-Freunde. Hallo, Star Wars-Freunde. Da wollte ich anfangen und wurde schon unterbrochen. Nun bin ich wieder da. Hurra. So, Star Wars ist leider 2018 nicht und wie ihr seht, ein bisschen ruhig, komplett ruhig. Wir alle warten auf diesen 30-sekündigen Teaser, damit wir überhaupt wissen, wie Episode 9 heißen wird. Es gibt noch gar keinen Arbeitstitel dafür. Wenn wir Glück haben auf Heiligabend, das wäre fein, aber das macht wohl Disney nicht. Disney zaubert zwar auf großer Leinwand wunderschöne Filme, die aber mit dem realen Leben nichts zu tun haben. Das reale Leben ist halt kein Star Wars, das reale Leben ist auch kein Weihnachten, so wie wir es kennen oder gerne hätten. Ja, wie gesagt, Weihnachten ist immer so eine Zeit, da fliegen die Fetzen. Und wenn man sich die Filme mal intensiver anschaut, da ist ja immer was los. Gut, zu Weihnachten wendet sich immer alles zum Guten. Leider diesmal auch nicht für die Star Wars Freunde, weil Star Wars kommt einfach nicht. Für viele ist Star Wars, ich habe viel mit vielen geredet, meiner auch, fand es nicht schlecht, wenn man ins Kino war. Ja, jahrelang jetzt, zu Weihnachten hat man sich dran gewöhnt, 2015, 16, 17, 18, nein, ist halt so, 19 wieder. Okay, man hat uns einen Flop serviert, den Han Solo, musste auch mal sein. Denn Disney hat es ja geschafft, Disney hat es geschafft. Morgen, Grüße. Morgen. Walt Disney will natürlich nur Gewinnoptimation, Gewinn, Gewinn, Gewinn und so weiter und so fort, das ist klar. Star Wars ist und Star Wars bleibt Ware, die wir konsumieren, denn wir sind die Konsumer. Wir stellen uns das irgendwie vor, wir springen in deren Universen, bekleiden uns, ja, wir formieren uns. Wisst ihr, Star Wars ist für mich persönlich wie so ein Fußballverein, den man mag, den man anfeuert, mit dem man traurig ist, sogar sein Trikot trägt. Ja, so ist Star Wars für mich so eine Art Fußballverein, den man lobt, nicht lobt, etc. pp. Und sich freut, wenn die wieder auf Top One zu Weihnachten erscheinen. Am 19.12.2019 ist es wieder soweit, dann erscheint wieder Star Wars und wir können uns wieder an unserem Star Wars erfreuen. Wir hoffen natürlich, dass uns das wirklich so dermaßen erfreut, dass es wirklich weitergeht. Dass wir nicht einknicken und sagen, oh je, Han Solo hat uns schon, was geht denn da ab? Ich meine, dass er im Jahr 2018 einen Flop erlebt und zu Weihnachten nichts. Gut, viele, mit denen ich gesprochen, die hätten auch gesagt oder haben gesagt, am besten wäre Han Solo jetzt zu Weihnachten gewesen. Aber da kommen ja solche Hammer-Blockbuster, die hätten ihn weggedrückt. Ja? Ich gehe jetzt dieses Jahr nicht ins Kino, ich mache mir Star Wars selbst. Ja, werde da irgendwie was einlegen und mir anschauen und ich werde mir Hörbücher. Ich habe gerade ein Hörbuch bestellt bei Chibo, die haben 1 bis 6. Warum soll ich mir 1 bis 6 nicht mal als Hörspiel anhören, statt immer zu sehen? Ja, in so einem Halbdunkel, weihnachtlich, die Lichter und dann die Stimmen aus den Geräten, die dann eine Atmosphäre erzeugen. Vielleicht beginne ich dann mit meinem De Augustini Falken daran zu arbeiten, in diesem, wie gesagt, leichten Halbdunkel mit diesem flackernden Licht von Kerzen. Kein Weihnachten, sondern Star Wars so ein bisschen. Man hat ja sein Alter, man spielt nicht mehr Nikolaus, komm in unser Haus oder andere Scherze. Nein, wir sind halt das weder Röcheln oder sind ein Scarif oder freuen uns zur 501 zu gehören. Einige haben sich gefreut, dass sie die neuen Stiefel bekommen haben, damit sie ihren Kylo Ren besser darstellen können oder den Reven. Ja, ist halt aus Old Republic. Man zaubert heute oder man läuft halt in Blau rum als Thrawn, General Thrawn. So, wer von euch Hörbücher gehört, weiß, dass man eintauchen kann. Man kann eintauchen in eine Atmosphäre, in ein Universum weit, weit weg von uns und ja, wenn man jetzt zu Weihnachten Mary Poppins sieht, kann man nochmal replayen in Episode 8,
wo Leia diese Mary Poppins gemacht hat. Bei Kelvin 278 Grad, also 0 Grad im Kosmos sind 278. Da wird ja alles in Kelvin gemessen und so weiter und so fort. Also im All selbst ist es still und sehr kalt. Und da kann kaum einer überleben. So richtig weiß man es nicht, aber man vermutet es, wenn ein Körper, ein warmer Körper, da plötzlich freigesetzt wird und wenn der da durch diesen Kosmos schwebt, dass der natürlich nicht lebendig ins Raumschiff zurückkehrt. Das ist klar. Aber wenn wir mal ehrlich sind, man hat da ein bisschen Hauch von Märchen von Walt Disney einzaubern lassen wollen. Star Wars soll uns zeigen, wenn man immer nicht so genau. Ja? Lucas hat es auch nicht so genau genommen. Lucas wollte Figuren verkaufen, wollte an Figuren Geld verdienen, hat er ja auch. Und deswegen hat er das ja auch in Szene gesetzt. Er hat Star Wars lebendig werden lassen. Und das geht jetzt in 42. Jahr. So, 2019 ist klar, Convention, Chicago. Man rechnet mit dem Resort, man rechnet schon am ersten Tag mit $200.000 mit so vielen Menschen, dass die da einströmen in dieses Resort. Ja. Walt Disney in Paris will Marvel hochziehen. Lass uns mal da erfreuen. Egal, worum es mir persönlich so geht, als Moderator jetzt hier von dieser Sendung, die halt im Jahre 2019 stattfinden wird, weil jetzt werde ich solche Videoclips, wie gesagt, nicht mehr machen. Das ist so eine Art Abschluss, wie gesagt, für Weihnachten selbst, Heiligabend etc. Denke ich mir sicherlich noch irgendwas aus. Ich bin im Moment nicht so in der Star Wars Stimmung, weil, wenn man so, ja, wie gesagt, wenn man Hörspiele hört, dann ist man für sich und nicht für die Allgemeinheit. Ich stapfe jetzt auch nicht in einem Kostüm hier herum. Ich genieße den Tag, ich genieße die Tage, ich genieße Weihnachten. Stress ist genügend da, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, wir haben alle Spaß, Freude an dem Ganzen. Weil wenn wir es nicht haben, dann geht uns was flöten. Ist halt so. Ja, da ende ich auch schon, weil es ist ruhig. Also ich habe jetzt versucht, irgendwie die Teaser zu finden, die Taser zu finden, die Trailer zu finden. Gibt nichts. Gibt auch keine Nachrichten. The Star Wars Show, da ist auch nicht allzu viel los im Moment. Also irgendwie ist ruhig. Irgendwie ist ruhig. Und wenn wir Glück haben, startet das Jahr 2019 mit diesem Wahnsinn Star Wars Knaller. Ja, so richtig, yeah! Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Ich freue mich, dass es euch gefreut hat. Ja, das freut mich. Hallo. Hallo. Morgen. Habe das Internet wirklich intensivst durchsucht. Keinen Namen gefunden. Also kein Arbeitstitel zu E9, also Episode 9 Star Wars. Ist halt so. Vieles gelesen über seinen neuen Helm, der da irgendwie neu beklebt, zusammengeklebt, geformt. Viele Sachen, die sich da ausgedacht. Ich warte ab, also wie gesagt, ein 30-sekündiger Teaser soll erscheinen, damit wir den Arbeitstitel endlich in uns aufnehmen können. Und wenn man diesen Teaser dann auf die Timeline setzt, dann Bild für Bild, dann hat man sicherlich auch in diesen 30 Sekunden schon gewisse Bilder. Wollen wir mal schauen. Also so also mittlerweile weiß Disney ja Bescheid, dass einige die Trailers, die Teasers, die Tasers auseinandernehmen und alle Bilder, der letzte waren ja 545 Bilder, die uns dann zeigen, wie aus und so weiter, aber hätten wir uns klemmen können. Ich meine, einige Bilder werden heute ja immer noch gezogen aus Episode 8. Ja, dann sieht man halt die Schnittfehler da und deswegen hat es da ein bisschen Kadaumes gegeben. Also Disney ist schon ein bisschen schlauer geworden. J.J. Abrams ist mit seinem Red Robert natürlich derjenige, welche, der da gute Filme auf den Weg bringt, so oder so. Also Gewinner ist nur J.J. Abrams, wenn man mal das sich so anschaut. An sich könnten wir einen Regisseur herauspicken, der die Nachfolge von George Lucas übernimmt, obwohl George Lucas hat ja auch diverse, einige andere auch noch am Set. Also könnte man vielleicht von der Verantwortung Lucas auf Disney, besser gesagt Lucas LTD, also auf seine Firma, die Kathleen Kennedy da für ihn managt, die halt auch ein Händchen hat dafür. Gut, dieses Händchen ist halt bei Han Solo auseinander
weil die sich da in die Wolle bekommen haben. Aber der Film war auf eine Art Disney-Klamotte. Man hätte da vielleicht noch was machen können, aber egal. Also persönlich würde ich mich freuen, wenn Han Solo durch einen guten Regisseur von mir, J.J. Abrams, oder ein anderer guter Regisseur daraus noch zwei Han Solo-Filme machen würde in diesem sogenannten Cowboy-Style oder ja, Wild-West-Style, statt Planwagen halt den Falken auseinander zusammensetzt etc. pp. Oder halt und zeigt, wie er geschmuggelt hat, mit wem er geschmuggelt hat, wie er dann halt zu Jabba the Hutt gekommen ist, wie Jabba the Hutt halt mit seinen ganzen Rebellen da, Kopfgeldjäger etc. pp. Da am Handeln war oder wie Han Solo am Handeln war und die Leute dann schlitzohrig auseinander genommen hat, bis halt hin, dass es endet kurz vor 4, dass er da halt in dieser Bar ist, ja, kurz davor irgendwie einarbeiten oder so. Machbar wäre es für Disney, für super Regisseure, für super Cutter ist sowas möglich, für super PC Leute, die der CGI, also die das wirklich können, die da Sachen zusammensetzen und daraus eine richtige tolle Welt zaubern, obwohl gar nichts da ist. Ja, reines Märchen ist richtig. Disney ist eine Märchenhochburg, deswegen passt Star Wars da an sich wunderbar herein. Es ist nur schade, es ist traurig, dass wir 2018 nicht ins Kino gehen können, dass wir uns nicht austauschen können und uns darüber unterhalten, was dieser Film und so weiter. Wir müssen halt wirklich 365 Tage warten bis Dezember 2019. Das sind 365 Tage, die da ins Land rollen werden, womit wir arbeiten müssen, warten. Und dann an dem Tag, wo ein Teaser, ein Trailer rauskommt, denn ich vermute, wird erst so im März, April sein, auf der großen Convention in Chicago, dass die da irgendwas raushauen. Ist so, oder halt zum Resort, dass da was rausgehauen wird, denn der Resort ist der Meinung, dass an dem ersten Tag mindestens 200 Millionen eingespielt werden, an einem einzigen Tag mit Star Wars im Resort von Walt Disney. Ja, also wie gesagt, Chicago, wer da hinfährt, sollte sich eine schusssichere Weste mitnehmen. So unken die Amerikaner schon, weil in Chicago ist eine bleihaltige Luft. Ist halt so. Ob das im Jahr 2019 auch so sein wird, weiß man nicht. Aber jedenfalls die Kriminalität in Amerika ist nun mal gegeben. Da sollten wir als Europäer schon aufpassen, wenn wir da einfliegen und versuchen da auf so einer Convention als Star Wars Cosplayer da aufzulaufen. Aber in Amerika wird man sicherlich sehr viele Cosplayer sehen, die da irgendwie, die auch schon irgendwie wissen und auch schon in den Kostümen sind vielleicht. Vielleicht auch in der Kulisse von den Falken. Ja, diese Kulisse gibt es ja nun mal in The Star Wars Show. Die haben die ja extra dafür gebaut und diverse andere bauen ja auch gewisse Sachen nach, die man da dann sehen kann, die sogar gar nicht so weit von hier aus sind, die das hier in Fabrikhallen hier in Deutschland herstellen und das dann weltweit ausstellen. Und denen kann man auch sagen, super, kann ich mir persönlich jetzt hier nicht leisten, weil wäre ja nur für mich. Und das ist halt rausgeschmissenes Geld, weil, wie gesagt, hier kein Star Wars. Ich habe hier zwar Star Wars Fans, das wisst ihr, aber das ist unser Alter. Und dieses Alter ist an sich gar kein Figurenfan auf der Art. Die sagen mir auch mal, an sich sammle ich gar keine Figuren. Ich liebe lieber dieses Hörspiel, ich liebe lieber die Filme. Also wir sind an sich als Filmemacher, ist klar, immer interessiert, an die Rohmaterialien zu kommen, sich die anzuschauen. Ob das auch Galaxy of Adventures ist, Resistance, Rebels. Und auch vor allen Dingen sind wir jetzt hinter den Real. Geschichten, also die Realleute, auch Nick Nolte und so weiter. Also da hat man schon Interesse, an diese Sets zu kommen, sich das anzuschauen, wie die da arbeiten. Mandalorianer da, Mandalore, ja, irgendwie wird da was. Und dann vor allen Dingen diese Rogue One-Geschichte, ja, dass die Rogue One-Leute
dann in der Realserie der Agenten und das alles. Also man kann da wunderschöne Sachen machen. Man kann auch viele Sachen schon, die man gedreht hat, da einfließen lassen, die wir gar nicht gesehen haben, die man uns gar nicht in den Filmen gezeigt hat. Kann man dann halt in den Realserie mit einarbeiten. Also ist machbar. Also das ist eine wunderschöne Geschichte, die sich Disney jetzt da ausdenkt. Was 2020 wird, 2021 mit Johnson, da weiß keiner, was er sich da ausdenkt. Er hat auch noch nie was gesagt, was er da machen möchte. Also er möchte ja eine eigene Geschichte machen. Grüße, hallo. Was darf sein? So, für alle Freunde der Figuren, diese Figuren hier, ja, die Profis unter euch wissen ja, dass man hier diese Nummer, die ISDN-Nummer, eingibt. Wenn man diese Nummer eingibt, bei Amazon zum Beispiel, um dieses Produkt kaufen zu wollen, dann kann es schon mal sein, dass man sich erschreckt. Weil dieses gute Stück kostet heute bei dieser Kameraarbeit genau 239,37 Euro und kostenfreie Sendung. Also 240 Euro würde diese Packung kosten, wenn man sie sich heute kaufen würde. Natürlich gibt es auch noch andere Angebote bei Amazon ab 155 Euro mittlerweile. Bin hochgradig verwundert, weil ich dieses hier mal für 59,95 angeboten habe. Ich habe dieses hier für 59,95 angeboten, hat nie einer gekauft. Und heute würde es kosten 160, 240, 260, je nachdem, wo ihr es kauft. Also, schade eigentlich. Derjenige, der es für 49 oder 59,95 damals hätte gekauft, hätte heute ein Schnäppchen. Also ich halte es weiterhin fest, um es mal gesagt zu haben, jeder Profi gibt mal hier unten seine Nummern ein. Jeder Profi von euch Sammlern hat sowas bei sich stehen, nicht das hier, sondern seine Figur, egal welche. Und dann erschreckt euch nicht, wie teuer diese Figur jetzt wäre, wenn ihr sie jetzt kaufen würdet wollen. So, fröhliche Weihnachten sage ich da. 260 Euro, ne? 155 und so weiter, 160. Ne? Also darauf wollte ich jetzt mal hinaus zum Schluss. Das an sich, das ist eine Wertanlage mittlerweile, hat mit Star Wars bei einigen nichts zu tun. Einige sind keine Star Wars Fans, also ich bin, mir geht es an sich nur um die Geschichte, nicht um diese Figuren. Dass dieses Case jetzt richtig Geld kostet, naja, ist halt so. Kann ich nicht ändern. Ja, so, irgendwann wird das noch teurer, weil dann gibt es sie gar nicht mehr. Ich wollte einen AT-AT haben, da sagten die mir zu mir 3150, 2755, ein AT-AT von Kenner natürlich. So ein richtig schönes altes Teil von 78, 79. Halleluja. Also die Teile von 1999 zum Beispiel produziert vollkommen in Ordnung, aber dieses gute Stück kostet halt heute bei diesen Dreharbeiten hier bei Amazon, wie gesagt, bis zu 260, sogar noch mehr, 280. 280 Euro, weil Verpackungen dann noch dazu käme und so weiter und so fort. Also Amazon ist nicht so günstig, wie ihr glaubt. Dieses gute Stück hätte hier, hier vor Ort für 59,95, das ich natürlich jetzt nicht mehr für 59,95 gebe, ist klar. Mache ich nicht, stelle ich nicht ein. Weil ihr seid ja eh Amazon verrückt, ihr mögt ja keine Fachgeschäfte mehr, ihr geht ja in kein Fachgeschäft mehr rein, wo man so ein gutes Stück halt für ein Schnäppchen, für einen Schnapper, also heute vor einem Jahr, im Jahr 2017, da waren hier die Schnappjäger. Also was die hier an Schnapper rausgetragen haben, weil jetzt ein Jahr danach, unbezahlbar, also der eine, wenn er das hier wirklich gekauft hätte für 59,95, hätte er heute 200 davor. Ne? Hätte also einen Gewinn von 200 Euro. Heftig, ne? Dass ich das natürlich nicht abgebe, ist klar. Das ist jetzt meins, das bleibt jetzt meins. Ja, das Weihnachten kommt, ne? So, ich bedanke mich dennoch trotzdem für Zuschauen, dabei sein, sich unterhalten. Wie gesagt, hinter der Kamera sind sehr viele. Auch sehr viele Kunden und Freunde bei Facebook und so weiter.
vor der Kamera bin halt nur ich und ich würde mich wirklich freuen, im Jahr 2019 andere Gesichter vor der Kamera zu haben, mit denen Spaß zu haben, mit Star Wars, über Star Wars zu sprechen. Ja, einfach Spaß haben mit Star Wars. Viele haben mich leider irgendwie nicht verstanden. Ich spreche immer noch einmal Star Wars Freunde. Wir sind Freunde von Star Wars. Ich habe nicht gesagt, dass ich Freunde suche. Ich persönlich brauche keine Freunde. Ich bin mir Freund genug. Stell mich vorm Spiegel, reicht. Wenn ich einen unendlichen Spiegel nehme, bin ich in Episode 8 und dann bin ich unendlich auch mit mir beschäftigt. Spaß muss sein. So, denkt dran, das ist ein Märchen. Star Wars ist ein Märchen. Endet 2019. Das war Anakin Skywalker, der zum Darth Vader wurde, auf den Todesstern. Wenn die Hörbücher, ich habe gerade die Rechnung bekommen von Chibo, habe ich mir nämlich das Hörbuch 1 bis 6 bestellt. Ich habe also zig Stunden, wo ich zu Weihnachten mich ruhig hinlegen kann, zuhören kann. Und dann kann ich mir Bilder, ich kann Kopfkino machen. Das macht so viel Spaß, so ein Kopfkino in einem Hörspiel. Dann bin ich nochmal 1 Episode bis 6 Episode. Wow, das macht Spaß. Das macht Spaß. Und dann taucht man ein. Und wenn man die anderen Episoden gelesen oder gehört hat, ja, dass Darth Vader, wie gesagt, die Schulterplatte fast 25 Kilo wiegt, die ganzen Apparaturen, die er da hat, an sich ist Darth Vader ein Cyborg, weil er hat ja nichts mehr. Und sich so zu bewegen, wie er sich bewegt, ist er halt mit der Macht verbunden, richtig, aber auch ein Cyborg. Ohne diese Maschinenteile könnte er sich gar nicht so bewegen, wie er sich bewegt. Und wenn man die Filme dann sieht, sieht alles anders aus. Ist klar, das ist nur ein Mann. Außer bei, richtig, Rogue One. Da, das war ja auch ein ganz anderer Typ. Das war ja richtig bullig, das Ganze. Und wie er da gefetzt hat. Hallo, wie er die da auseinandergenommen hat. Und dann halt in die Episode 4 reingerutscht ist. Das ist Star Wars. I love Star Wars. Geht kein Weg dran vorbei. So, jetzt bin ich weg. Ist schon wieder zu lang geworden, das Ganze. Ne? Denkt dran. Von Teil gibt es bei Fachgeschäften für sehr wenig zu haben, weil die verkaufen das halt gern. Und ja, auch bei Toys R Us, nur das natürlich nicht mehr. Wenn ihr Glück habt, in München-Gladbach auf der Berliner Straße, in diesem sogenannten Star Wars Museum, könnte sein, dass ihr auch so einen Schnapper da macht, weil Thomas, Michael, wie die alle heißen, sind jetzt auch nicht hinter dem Geld her. Die sind ja froh, wenn ihr da erscheint und euch das Ganze anschaut, was die euch da zur Verfügung stellen als Museum, Einkauf, Verkauf etc. und pp. Also, fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Ja, also wie gesagt, eine Sendung mache ich noch, aber nicht sowas hier, sondern eine richtige. Und es dauert und bis dahin wünsche ich euch wirklich alles Liebe und Gute. Ne? Bleibt mir gewogen, wie ich euch gewogen bleibe. So, Padma Amidala, diese Version hier, hatte ich für 49,95 angeboten. Kostet ab heute bei Amazon, bei den Dreharbeiten, 145 Euro. Ja, man muss ja die Verpackung auch mitberechnen. Also, Padma Amidala hatte ich für 45,95 angeboten. Hat sich nie einer dafür interessiert. Na, das ist Padma Amidala. Für 45,95 kostet ab heute 140. Tja, meine lieben Freunde, wollte ich mal gesagt haben, diejenigen, die halt Fachgeschäfte meiden, die also nicht in ein Fachgeschäft gehen, die Fachgeschäfte sagen, und dann auch noch Preise diktieren, ja, wenn man sagt, Copy 20 Cent, nee, irgendein Shop da, der nimmt aber nur einen Zehner, warum geht man nicht dann dahin für 10 Cent? Tja, ja, ist halt so. Wenn ich sowas hier für 45,95 anbiete und ihr sagt knallhart, nö, so müsst ihr heute 145 Euro bezahlen. Hammer, ne? Heute bei den Dreharbeiten, deswegen habe ich nochmal angemacht, weil das war, also Vollprofi, ihr Vollprofis, gebt einfach mal hier die Nummer ein, dann seht ihr mal, was ihr da auf euren Schränken stehen habt, wie teuer das plötzlich werden kann, wenn ihr es verkaufen wollt. Ja, so ungefähr, so Richtlinie. An sich ist das Ding nichts wert. An sich ist es nichts wert. Es ist nur ein Püppchen, ja, hat keinen Wert, nur wenn du das haben willst. Dann machst du Scheine locker
dann entsteht der Wert. So funktioniert es auch bei Amazon. 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 Amazon.